Dieses Jahr wird das erste Mad Droppling Festival in Heidelberg stattfinden. Festival für urbane Kunst. Wir versuchen, die Stadt in eine öffentliche Galerie zu verwandeln. Das ist unser Ziel. Das heißt, wir versuchen, großflächige Fassaden zu gestalten. Das werden wir tun. 8 Stück an der Zahl. Vielleicht kommt noch die eine oder andere dazu. Wir sind mitten in der Arbeit bezüglich dieser Gestaltung. Dazu haben wir Stromkästen, die wir im öffentlichen Raum gestalten, Liftersäulen. Und wir bauen flexible Wände, die während des Zeitraums durch die Stadt wandern. Mit lokalen Künstlern werden diese eben gestaltet. Das heißt, wir versuchen die Stadt anzumalen. Das ist unser Ziel. Wir gucken, dass wir hier ein bisschen Farbe reinbringen in das Ganze. Und das ist halt eben der urbanen Kunst gewidmet. Unser Hauptziel ist es, dass wir auch ein bisschen die Künstler von außerhalb hierher bringen und auf Heidelberg aufmerksam machen. Heidelberg war ja mal eine Metropole im Urban Art-Bereich, Street-Art-Bereich, ganz früher Graffiti-Bereich. Es hat sich hier sehr viel bewegt. Die Kette Stieber Twins, Advanced Chemistry, Tony L. Torch, das waren diejenigen, die hier angefangen haben, mit der Musik im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam zu machen, Heidelberg ganz nach vorne zu bringen. Und die Jungs, die hier gesprüht haben in der Zeit, die wissen das. Heidelberg war eine angesehene Stadt. Leider ist es im subkulturellen Bereich geblieben. Die Stadt selbst hat es nie wirklich wahrgenommen und nie wirklich als in Heidelberg passieren verkauft. Jetzt ist es 2015. Und wir befinden uns in einem ganz anderen Bereich. Andere Generationen sind hier am Wirken. Und das Mad Droppling Festival, hoffe ich, wird einen Teil dazu beitragen, dass wir Heidelberg auf der urbanen Kunstlandkarte etwas verfestigen und das hier so etablieren können. Da freuen wir uns drauf und hoffen, dass alle Gäste ihren Spaß daran haben, ihre Freude und es genießen können. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem ersten Mad Droppling.